Ja, willkommen zum neuen Video. Wir gehen dieses Wochenende erst am Bilster Berg. Die andere Hälfte leckert schon die Autos fürs Race 1000. Also bleibt dran, es wird auf jeden Fall wieder ein geiles Weekend. So, heute geht's los zum Race 1000. Die Lorenz-Brüder, der Patrick und der Robert sind gerade da. Die ziehen einmal hier den großen Anhänger mit dem SF90 hoch und den anderen laden wir jetzt dann gleich auf, den F8, auf dem anderen Hänger. Ja, wir haben aufgeladen, dann fahren die Richtung Race 1000 und wir fahren, also Klaus und die Jungs und ich dazu, wir fahren noch zum Bilsterberg und kommen dann am Samstag nach. Machst du das? Ja, also wir haben jetzt da die Autos verladen und jetzt geht es erstmal Bilster Berg und dann Race 1000. Getriebe haben wir gestern schon gewechselt, weil wir es einen Tag vorher zerstört haben auf dem Prüfstand und auf der Testfahrt. Zahnverlust, zweiter Gang. Aber gut, so ist es halt, ne? Wenn man mitspielen will, muss man tunen. Jetzt noch den F8 Tributo auf und dann müssen wir uns echt auf den Weg machen. Wir sind schon richtig spät dran. Wir sind jetzt am Bilsterberg angekommen. Ich gehe jetzt gleich mal tanken, weil der Tank nämlich leer ist. Und dann schauen wir gleich mal. Geht's gleich mal auf die Bahn. Bis gleich. Ja. Also erstmal Frontlippe ankratzen. Achtung, Carbonlippe. Morgen. Nur das Beste vom Besten. Richtig geil. Mega. Guten Morgen, Max. Guten Morgen. Was denkst du, was heute da rausgeht aus der Kiste? Schauen, kommt auf die Track-Bedingungen an. Okay, was hast du dabei? G3S. Ah, damit kann man auf jeden Fall richtig steil gehen, ne? Ja. Was bist du so schon mal gefahren mit dem? Am Bilsterberg hier? 1,53. Mal gucken, ob mehr geht. Ja, schon mal ganz gut. Viel Spaß. Danke.
Was macht ihr da jetzt genau? Das ganze Kies entfernen. Okay. Sieht ja schon hier, ne, überall unter die Verkleidungen hat sich das ganze Kies gesammelt. Wir haben jetzt halt jede Verkleidung fast weggeschraubt. Hinten machen wir auch die Bremsscheiben runter, weil sich Steine zwischen Ankerblech und der Bremsscheibe befinden. Relativ uncool ist. Ja. Also, lassen wir mal hier noch die paar Verkleidungen abschrauben und dann geht es wieder auf die Strecke. Geht's wieder auf die Bahn, sehr gut. Und was macht ihr da Schönes? Wir sind der Straßenkehrdienst. Drecks weg. Sehr gut. Das sind jetzt die Aufwärmübungen, oder? Für später. Top. Jo. Ey, was für ein Tier. Tschüss, Papi. Ja, Kevin, haben wir heute auch wieder dabei. Was hast du Schönes für uns da? M2 und Expo wieder. Okay. Wie immer. Also heute wieder Vollgas. Wie immer, ja. Wie war die Fahrt heute? War gut, erfolgreich. Jetzt laden wir langsam auf, weil jetzt fängt schon wieder ein wenig Nieseln an. Aber es war auf jeden Fall mal zweimal richtig gut trocken. Richtig gut was zusammengebracht, gute Zeiten gefahren und ja, jetzt geht's aufs nächste Event. Race 1000, genau. Gang 2, AD. Ja, genau. Schau mal, ob es Getriebe, wie lange das hält. Was bremst denn dein Eisenschwein so früh runter? Ja, Masse muss gebremst werden, heißt es immer so schön, ne? Ja, wie war's bei euch? Einwandfrei, ja. Jetzt, wo es endlich wieder trocken war, war es top. Ja. Und ja, und jetzt regnet es schon wieder. Ja. Tolle Wurst, echt. Ich hoffe, dass ich noch eine Runde mit dem X-Bow machen kann. Ja. Mein Vater ist 10 Sekunden schneller geworden. Okay, geil. How was the drive? Drive was gut, der Wetter ist shit. Okay. Wie war die Fahrt? Es war gut, schlaf wie Sau, das Ding. Aber die Öltemperatur war scheiße, ne? Stimmt. Ja, also, ich kenne eine Tuning-Firma, die baut einen anderen Ölkühler ein. Aha. Was passiert hier? Chip. Hier wird Bums gemacht. Bums gemacht? Mhm. Hier wird Bums gemacht. Kannst du das nochmal sagen? Bums gemacht, Junge. Und wie war die Fahrt? Anstrengend, aber schnell. Wie schnell? 1,59. Mit Dreher. Wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's vom Bitzerberg nach Berlin, Race 1000. Schauen wir mal, wie viel Getriebe wir brauchen. Und dann lässt du mal richtig einstehen, oder? Ja, vielleicht in der Hose, in der Stufe vielleicht. Kannst du noch kurz erzählen, was vor 2 Tagen passiert ist? Ja, also wir haben mal schnell eine Abstimmung gemacht. Der Klaus hat natürlich wieder mit seinen 25 Autos, wo er mitnimmt, den Prüfstand blockiert. Und dann wollten wir auf der Autobahn halt ein wenig nach abstimmen. Ja, da fahre ich so mal die Autobahnauffahrt hoch im zweiten Gang. Ein wenig Boost geben, 1,7 Bar, das war leider fürs Getriebe ein wenig zu viel. Und dann haben sich mal der zweite Gang so richtig verabschiedet. Dann habe ich gestern Abend nochmal schnell das Getriebe gewechselt. In 2 Stunden. Muss man schauen, aber ich glaube, wir könnten die Zahnräder noch finden, die müssten bei mir noch im Ölfass oben drin liegen. Ja, jetzt habe ich noch eins reingeschraubt und ja. Also die volle Performance wird nicht anliefern, aber dabei sein ist alles. Hauptsache wir haben Spaß. Ja, hätte ich auch gesagt. Schauen wir mal was. Wir sind mit den Jungs beieinander. Und ich glaube, ich habe am Race 1000 noch nie so einen Nissan gesehen. Also das wird auf jeden Fall einmalig. Ja, einmalig schlecht. Nee, aber wir können jetzt auch den Peter fragen, weil der Peter hat es eh schon vorher gewusst. Ja. Peter! Ja? Du hast eh schon gewusst, was passiert, oder? Mit Getriebe. War ja ganz klar, weil ihr immer nicht kleine Brötchen backen könnt, dann müsst ihr mal gleich eine ganz große Brune machen. Wir sind ja auch Materialtester. Wir entwickeln ja. Was das Scheiße ist, Freunde. Nein, das nennt sich Entwicklung. Man muss schon ausprobieren, wie weit der zweite Gang geht. Wir sind jetzt unterwegs zum Race 1000. Der Christian fährt auch schon. Ich bin saumüde, wir könnten, glaube ich, die Augen gerade
jeden Moment zufallen mal wieder. Der Alex ist ja schon unterwegs, den habt ihr gerade schon gesehen. Der Rest vom Schützenfest fährt, glaube ich, hinter uns. Irgendwo da. Mal gucken, ob wir die finden. Ja, haben wir jetzt 500 Kilometer noch vor uns, locker 5 Stunden Fahrt. Die Lorenz und ja, das restliche Team, was jetzt schon vor Ort ist, die warten schon auf uns. Die haben schon den Grill angeschmissen. Ich hoffe, wir kommen nicht ganz zu spät. Vielleicht können wir noch die eine oder andere Runde mit dem Auto drehen. Aber dann sehen wir uns später wieder beim Race 1000. Also ist das perfekt. Dann musst du nur das Auto drüben oder halt den Hänger. Kannst eigentlich gleich reinfahren zu uns und kannst gleich ins Gelände rein am besten auf dem Flugplatz. So, wir haben es geschafft. Wir sind da beim Race 1000 Neu-Hardenberg. Wir gucken jetzt mal rein. Ich habe gehört, der Grill ist noch an, holen uns mal ein Würstel und schauen mal, der Alex und der Andreas sind auch schon da. Das sieht man nicht, weil es so dunkel ist. Aber wir gucken mal rein in den Hangar. Braucht man noch ein Nachtsichtgerät, oder? Genau, sag doch, wenn du Videos machst, dann ziehe ich den Bauch besser. Ja. Gibt's hier dein Auto mal lieber am Gescheiten, Klaus? Oh. Bist du der Koch, oder? Ja, die Würste werden kalt, komm rein. Edeka. Juhu. Vom Küsse aus der Stadt. Ich habe meine spezielle Wurst für Sie. Herr Olitzki. Weißt du, was das für eine Wurst ist? Den hast du die abgeschafft. Die habe ich selber geerntet. Schöner Bautzner Senf. Nein, hau ab mit Senf. Er will Ketchup mit Senf, sagt die Mutter. Ach, du bist Sauerei. Naturbursch, guck an. Ja. Ich nehme die dicken Dinger. Servus. Was bekommst du? Eine Wurst, bitte. Weiß-Rot. Ja, klar. Weiß. Oder Pute. Was ist weiß, was ist rot? Das ist rot, das ist weiß. Schaut euch die männliche Brust an. Was sagen Sie zu dem Ausbruch? Es wird immer besser, es wird mega geil. Lautbad Lidl. Lautbad Lidl. 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 Sag's nochmal. Laut Bad Lidl. Lidl. Krelitzki. Ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon gefühlt, guck mal, die zwei Terroristen sind auch da. Ich glaube, es ist gleich schon 11 Uhr. Der Alex will jetzt hier zusperren. Morgen früh geht es um 7 wieder los. Schon ein paar Kracher gerade gezeigt. Es sind ja jede Menge geile Sachen auf jeden Fall wieder da. Es bleibt spannend. Morgen wird es richtig crazy. Ich glaube, der eine Golf hier ist letztes Mal auch schon 354 gefahren. Bin ich gespannt, wie der wieder abgehen wird. Das ist auf jeden Fall brutal. Also Turbolader wie eine Wäschetrommel hat er drin. Echt crazy. Handy, 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 kein Handy, Bier. So, der Patrick ist auch da. Wir haben noch 1% Akku, also wir haben nicht lang Zeit. Was machen wir morgen? Abreißen. Abreißen. Abriss in diesem Sinne. Gute Nacht. Guten Morgen. Ja, die Nacht war kurz. Wir sind jetzt wieder hier im Hangar. Fahren jetzt mal die Autos raus. Das Wetter ist mega, sieht richtig gut aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und ja. Haben wieder jede Menge Team Olitzki Tuning Mitglieder da. Heute wird es auf jeden Fall eskalieren. Heute
Guck mal, alles nur Geringverdiener hier, alle mal aus dem Weg hier. Die Anzeige ist raus. Guten Morgen. Hallo, wunderschönen guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Mir geht es sehr gut, danke sehr. Selbst auch? Ja, das Wetter ist geil. Wenn es so bleibt, ja. Das wäre mega. Wird geil. Morgen. Morgen. Wie geht's euch? Top. Wenn das Zelt dann noch steht. Ja, ich hab's gerade schon gesagt. Also irgendwas, bei uns ging es letztes Mal schneller mit dem Zeltaufbau. Aber wir waren auch dabei, an uns liegt's nicht. Okay. Könnt ihr mir erzählen, warum sie seit 2 Stunden versuchen, das Zelt aufzublasen? Kein Strom aus der Kreate. Ah. Alle Scheiße hier. Unser Aulitzki-Lager ist jetzt aufgebaut. Jetzt gibt es gleich Fahrerbesprechung. Ja, dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, haben wir auf jeden Fall ordentlich was dabei heute. Auch richtig cool, dass auch so viele Kunden noch mitgekommen sind. Auch die mit am Bilsterberg dabei waren. Also echt stark. Freut mich auf jeden Fall. Ja, ihr wart jetzt gestern mit am Bilsterberg dabei. Was denkt ihr, erwartet euch heute jetzt hier? Oder? Felix, der Eskalation. Cool Gas. Aber komplett anders, ne? Also, ja. Einfach nur geradeaus. Ja, einfach nur geradeaus, ja. Da bin ich mal gespannt. Also, da hat man dann ja Multitasking-Beispiel, dass man auf der Rennstrecke und auf den 1000 Metern fahren kann. Hoffentlich. Vielleicht legen wir auch einfach raus. Ja. Ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend, ja. Ja. Guten Morgen. Morgen. Na, und wie war die Nacht? Oh, ich weiß nicht. War spektakulär, kurz, ne? Sehr ja. Kurz. Ja. Wie viele Stunden bist du heute Nacht hergefahren? 4,5. Ja. Und nur wegen uns, dass du uns besuchen kannst. Nur wegen euch. Leute, schaut euch das an. Das ist der Hammer, echt. Ja. Aber dann schön noch ein Grübeleck schlafen bei Pascal und bei Alex. Ja, genau, zwischen die Beine gelegt von den Zweien, oder? Ja, ey, so viel Liebe. Geil. Ja. Der Pascal gleich abgespritzt, war es gleich feucht im Bett. Thank you.
Andi, wie war der Tag? Mega geil. Das nächste Mal wieder dabei. Ja, mega. Geil. Und wie war's heute? Hast du richtig eskaliert, ne? Nee, gar nicht. Hast du richtig brennen lassen auf jeden Fall. Ja, stark. Wie war der Tag heute? Es war ein erfolgreicher Tag. Alle Autos haben abgeliefert. Alle Autos haben locker 20 Läufe am Stück gemacht, ohne Probleme. Perfekt. Ja, wie war der Tag heute? Genial. Alles erlebt, Überschlag. Erster Lauf war der beste, merkwürdigerweise. Egal. Aber hat getaucht oder hat Spaß gemacht? Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, jetzt habe ich Hunger. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch Abendessen, hätte ich gesagt, alle miteinander. Wie ist das Auto so gelaufen? Einwandfrei mit der neuen Software. Keine Probleme mehr und läuft super. Ja, und das sogar am Bilster Berg unten hier. Und hier. Und noch nach Hause jetzt, 800 Kilometer. Ja. Und auch fast so schnell wie andere mit mehr Modifikationen, aber das verraten mit wir jetzt minimalen, aber das ist geheim, weil sonst fängt er an zu weinen. Wie war der Tag heute? Passt. Die 80 hat gut was abgeräumt, also 270. Ha? 269, 270, konstante bei 20 Läufen. Also das ist echt top. Schauen wir mal, ob es heute einen Pokal gibt. Hätte ich gewusst, dass es so Turbolader gibt, hätte ich einen dritten angeschaltet. Adam, was ist gerade passiert? Guck mal, dieses Vorwärts-Geradeaus-Fahren ist so langweilig. Wir setzen neue Trends und der neue Trend ist erstmal rückwärts in die Menge. Nein, tatsächlich, es glaubt mir keiner, aber ich wollte es mit Absicht machen. Deswegen habe ich so gebrüllt, keine Launch Control, weil Mercedes Launch Control einschalten ist wirklich die Hölle. Und deswegen habe ich, ja. Oh, Edzard, du warst jetzt. Adam, Adam. Ich bin heute, ist ja 2022, da darf ich auch ruhig meine Fesen. Ah, okay. So, wirklich mit Absicht. Sicher? Aber im Winter, ich überrede jetzt, wir machen da softwaremäßig. Und dann hilft mir Klaus und dann gibt es eine Packung für den Porsche. So sieht's aus. War der andere letztes Mal anders ausgesehen, oder? Das, nein, nein, der andere war ja, auch, war auch zwei so ein hübsches Ding. War Glückwunsch auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank. Wie gesagt, Refinanzierung ist gesichert. Die können wir am Montag wieder verkaufen. Sehr schön. Ich bin ein Elektroauto. Ja, also die Klassefahrt hat sich gelohnt für die Firma Ulinski Tuning. Ja, für mich hat es sich auch gelohnt. Vier Flaschen habe ich da zurückbekommen. Ulinski Tuning!